Die trinke ich eh nicht, die könnte ich schon alle austrinken. Lass du mein Synergy in Ruhe. Münze. Oh, die Münze ist geil, Mann. Oh Gott, Alter. Wollt ihr auch? Ich jetzt welche jetzt drauf. Mach mal. Ja, ja. Gib mir so ein Dings bitte. Schokoloko oder so. Oh mein Gott, wir müssen den anderen noch probieren, gell? Zwei haben wir vergessen. Maracuja und Pfirsich. Oh mein Gott, Alter. Maracuja habe ich schon probiert, ist echt gut. Ja, aber heute müssen wir noch ein paar andere Sachen probieren, Leute. Hier ist noch ganz wenig, warte, ich hab, glaube ich, noch eine. Mein Gott, die andere ist, glaube ich, nicht gekühlt. Hier so. Drauf ist Goldwert. Heute, was geht ab, Leute, Junge? Was geht ab? Die Crew. Ja, was wollt ihr zuerst? Seid ihr bereit? Wir öffnen unsere erste Box. Heute, Richie-san, was geht? Was wollt ihr zuerst? Willst du heute, was geht ab? Zum Spielen haben? Spielen, oder Überraschung oder Popcorn? Keine Ahnung, ich kann mich aus. Okay. Wir machen einen Mix. Wir machen erstmal was zum Essen. Ja, wir machen erstmal eine Vernaschtbox auf. Und danach essen, machen wir so was zum Spielen auf. Und danach, Leute, machen wir essen wieder was. Snackbox Vernasche die Welt heißen die. Krass. Chong schickt so Link in die Gruppe. Gleich, so, gleich Jahresabo. Wir haben gleich Jahresabo. Immer essen, Mann. So, Jungs. Wer ist dabei? Nicht gesponsert. Erst will ich von euch. Im Chat alle sehen, spammt erstmal wieder komplett alles mit diesen Emojis voll. Dann machen wir die Box auf. Desto mehr Emojis wir aufmachen, desto schneller mache ich die Box auf. Auf geht's. 3, 2, 1, los! Das war schon Saft, Leute. Ich will richtige Action sehen. Ja, geklaut Mann. Von Birbel. Schau mal, richtig geil. So. Ja, man, sehen. Hau rein, Digga, hau rein. So, EM-Special. EM-Special, das heißt, schauen wir, was alles drin ist. Das Konzept ist, dass du eigentlich verschiedene Snacks auf der Welt hast und du einfach mal alles probieren kannst, weil viele Süßigkeiten oder Snacks gibt es ja in Deutschland zum Beispiel nicht. Und deswegen, ja, und jeden Monat ist eigentlich so ein so Thema, so ein Land oder so. Genau, und deswegen ist ja gerade EM-Special, deswegen das EM-Special, alles, was Europa ist, ist alles hier drinnen. Und deswegen schauen wir mal, was hier alles so gibt. Das erste Mal, was ich schon sehe, ist Proper Chips Sweet Sriracha Chili. Oida, Sriracha Chips. Richtig Sriracha. Geil. Beste Chili, die es gibt. Ja, wir probieren das mal. Fatih, darf ich aufmachen? Ich mache immer Überraschung machen für euch. Okay, Überraschung, Jungs. Das sind auch wieder so Ding, gell? So Lentil sind doch so, so Linsen und sowas. Ja, Linsen schätzen wir. Oh mein Gott, das sieht schon zu krass aus. Nee, Richie, das ist doch die alte. Die alte, die geht noch. Aber heute geht noch, heute geht noch. Richtig gut. Mega. Ja, guck mal. Oh, das ist überrascht am Beste. So, hier. Echt lecker. Ja, die sind echt gut. Hammer. Wow. Ja, das weiß ich. Kein Problem. Ja. Bock. Für euch, damit ihr Zuschauer im Chat für euch das Alter, der ist ein circa. Die Schärfe kommt so ein bisschen zum Schluss. Ja, ja, ja. Aber so leichte Schärfe, oh, ja. Nicht zu scharf, zu krass, Alter. Echt gut. Den kann man sich echt gönnen. Nächste, was haben wir hier? Und Lays, okay, das sind die Chips. Boah, keine Ahnung, Mann. Was sind das? Keine Ahnung. Käse oder so. Nee, Mozzarella. Mozzarella Basilikum. Mozzarella Basilikum. Nee, ist kein Mozzarella. Nicht Mozzarella. So. Das ist irgendwas Griechisches. Ich glaube, das ist so ein Schafskäse, weil das ist auch griechische Schrift hier, oder? Ja. Also irgendwas Griechisches, ich tippe mal auf Schafskäse. Boah, das riecht geil, Mann. Was sieht die? Das riecht echt geil. Na, aber. Geruch ist stärker, ja? Geruch ist stärker als Geschmack. Aber schmeckt gut. Geruch ist stärker als Geschmack, aber so zum Schluss kommt es jetzt so. Ist gut. Kann man machen. Ja. Oder ist das Russland oder was? Wow. Nee, auch lecker. Griechenland. Sehr leicht von mir. Ja. Ladies and gentlemen, kommen wir zur nächsten Snackbox. Polly heißen die. Billa. Ah, Billa, das ist aus Irland oder Norwegen ist das. Das weiß ich noch. Die Schokolade. Das ist Schokolade. Das sieht aus wie Schokolade. Und innen ist sowas wie Marshmallow oder so. Keine Ahnung. Marshmallow zu halten, Alter. Die waren tot, Mann. Weißt du noch? Geschimpft. Boah. Also Konsistenz taugt nicht so, aber Geschmack ist gut. Aber Geruch ist. Geschmack taugt.
Geschmack finde ich geil, ist geil. So, nächstes. Kit Kat. Oide. Spring Edition. Oide. Also wenn ihr mal eure Freunde was schenken wollt, das ist richtig süß. Schaut euch jetzt so, I love you, baby. Mein Gott. Das Bärchen. Juh. Das kann man echt verschenken, Mann. Oh mein Gott. Jetzt verschwendet an euch, Mann. Okay, ja, wir halten das Ganze. Sag mal, ja, ich will es mir nur anschauen. Schau mal, sag mal. Aber lass es echt, Mann. Das schaut schon geil aus. Weiße Schokolade. Oh mein Gott. Weiße Schokolade, Alter. Raspberry Taste. Geil. Ja, das ist leiden. Ich glaube, das schmeckt richtig krank, Alter. Ich glaube auch, Mann. Aber schenkst du lieber her, Mann. Hast du recht. Mit Raspberry Taste. Oh mein Gott, das kannst du echt nicht verschenken, Mann. Aber egal, verschenk. Nächstes, was haben wir hier? Superman. Es ist ein Brötchen mit Kuchen mit Schokolade. Echt nicht mein Ding. Ein was? Kuchen mit Schokolade. Kuchen mit Schokolade. Alter, wenn Superman schon isst, dann bist du mit dem auch erstmal. Ja. Mach mal schon. Oh mein Gott. Ich glaube, nur Superman kann das aufmachen, Alter. Oh mein Gott, das ist zu krass. Okay, ist für mich Blödsinn, das ist zu krass, Alter. Das weiß ich jetzt schon. Das ist so dieses American Style, Alter. Boah. Das ist krass. Boah, ist nicht krass. So. Ich liebe sowas. Es ist geil, aber es ist nicht so krass. Boah, genau. Ich liebe sowas. Ich liebe sowas. Nee, danke. Ich bin gespannt. Ich bin das ist so ein Kuchen, Mann. Das ist so ein Weihnachten. Ja, ich hab ich so null Bock da drauf. Aber geschmacklich. Seht ihr mal, so eine Box rentiert sich. Da ist echt viel drin, Mann. München, Digga, München. Alter. Echt geil. Das Burrito. Der Doritos Bites. Okay. Ja, und jetzt? Weißt du, warum willst du sagen? Warum willst du wissen, wie geil? Ja, eben. Ja. Was sagst du eigentlich, Alter? Burrito ist berühmt für diese Nachos. Ja, das schon. Die kennt man schon. Ganz geil, Mann. Mein Gott, er gönnt sich die hier, Mann. Die sind echt zu krass. Ja, die sind krank, Alter, Mann. Die sind schon leer, Mann. Ja, ich lasse ihn aus. Oh mein Gott. Oh mein Gott, die riechen echt so. Farben geben, Mann. Ich dachte, die kommt durch. Warum selbst Adel liegt. Aber hinten rechts. Mhm. Ist gut. Aber Mann. Schmeckt wie deine Nachos. Ja, so Nachos. Richtig gute Nachos. Richtig gut gewürzt. Vertrauen Sie, ja. Schmeckt so wie geile Nachos, oder? Ja. So, kommen wir zum nächsten. Gönn dir mal, Briggs, oder? Was habe ich hier? Oh, das ist krass. Nesquik. Oida, das ist echt krass. Nesquik. Ja, Mann, echt, Alter, Mann. Das passt ja halt echt. Echt krass. Ich habe nie so einen Nesquik-Riegel gesehen, oder? Ja, es gibt auch so ähnliche Mischschnitte. Gibt's schon, ja. Ja, ja, genau, wie Mischschnitte. Aber das ist ja, aber das glaube ich mit so einem Keks, der ist okay. Fester. Sind wir Riegel jetzt? Ja. Aber Ness wird immer geil. Ja. Ness wird immer geil. Adel, das ist noch ein bisschen weg. Ich kann nicht, ich kann nicht. Chocoboy. Alter, wenn das nicht nach Blaubeer riecht, oder was dann, Alter? Das ist echt komm, Alter. Oh mein Gott, das ist ein Eckpilze. Oh mein Gott. Das ist ein Eckpilze. Ey, tut die Kack, die Box. Oh mein Gott. Jungs, schaut euch das mal an, hier, Alter. Richtige Pilze, das ist schon magisch, Mann. Richtig, Papa Schlumpf jetzt. Aber? Papa. So eine Kombination aus so. Oi, das ist ja Keks und Pilz. Oh mein Gott. Das ist ein Keks und dann. Gib noch einen, mein Pilz hat kein Schirm. Der muss schon nicht durchmessen, sonst. Ja, eben. Das hast du keine. Oi, das ist schon eine geile Kombi. Schon eine Top. Schon geil, ja? Echt geile Kombi. Schau mal. Wow, und warum ist es nicht so Blaubeer? Das ist so Creme oder so. Ja. Ja. Echt lecker. Ja. Gefällt mir auch. Und Blaubeer noch, echt lecker. Der kann auch was, ne? So, Ladies and Gentlemen, weiter geht's. Nächster Snack. Was haben wir hier? Maltesers Biscuits. Oh mein Gott, wie Ballisto, Mann. Nein. Okay, aber das ist ein Ding. Warte. Ja. Jeder Lanz ist oder? Nein, wir teilen. Wir teilen dazu. Zu spät. Oh mein Gott, geht doch. Noch. Also. Nein, ich will nur eine Kugel, bitte. Ich find's nicht krass. Keks und Schokolade. Ja. Kein Highlight. Aber ein bisschen Karamell, oder? Karamell? Echt wie Ballisto, oder? Ballisto ist besser. Oh Jungs, wir haben nichts mehr. Wir haben nur noch ein einziges. Ach komm. Und das ist ein Getränk. Oh ja. Was haben wir drin?
Seven Up Mojito. What? Oh mein Gott. Seven Up Mojito. Das kenne ich tatsächlich schon aus Vietnam. Oha. Das ist neu, aber ist geil. Das müssen wir auf jeden Fall probieren. Cheers. Cheers, cheers. Es riecht auf jeden Fall so. Also vom Geruch her, ist geil, ist geil. Ist gut. Ist geil, glaub mir, wenn es richtig kalt ist, ist es schon echt geil. Aber tatsächlich ist das von Four Bros Chili besser. Ja, aber das ist ja ein Energy Drink und das ist halt nur so ein Ding. Ja, auch vom Geschmack her. Ja, aber das ist intensiv. Das ist aber echt lecker hier. Ist gut. Ah, hier, das da. Schau. Das habe ich auch, das habe ich gesehen. Schau, dieses Kit Nesquik Tafel. Ach so, hätte es genau, entweder das oder das. Genau, entweder oder hier, das wäre auch entweder oder. Ah, okay. Oder hier, das ist auch entweder oder. Ah. Deswegen habe ich das, hab ich schon gesehen, deswegen dachte ich, du hast es noch drin. Aber okay. Waren sie schon eine coole Box eigentlich? Geile Box, muss ich sagen, ist cool. Mega. Wie gesagt, steht auch Zutaten mit drin. Falls das mal, weil manche Sachen stehen auf andere Sprache, wie das hier auf Griechisch zum Beispiel. Da steht hier nochmal drauf alles. So, die zwei haben wir beim letzten Mal vergessen. Passiert. Wir haben so viele Sachen. Ja, da kann man schon mal paar Mal was übersehen. Maracuja kenne ich schon. Echt, okay. Ist auch gut, aber ich will es auch nicht testen. Okay, wir testen aber Pfirsich. Ich glaube, Pfirsich ist krass. Wie Standard, Alter. Pfirsich. Probieren wir es mal. Okay, das ist ein normaler Eistee. Ja, ja. Nichts Besonderes. Nee, nur Schokoloko und Ding. Honig Melone. Honig Melone ist Bombe. Aber schmeckt nicht so nach Pfirsich, oder? Nee, ist nicht so süß. Also, nee. So, jetzt. Mango, Maracuja. Also, das ist schon geil, oder? Das wird richtig Spaß. Spoiler, ne? Ist offen. Ja, ihr habt das schon probiert. Ich hab den heute probiert. Mango, Maracuja, bin gespannt. Geschmack ist schon geil. Yeah. Alter, der riecht schon echt gut. Bisschen fruchtig. Geil. Das ist schon gut. Aber ich find's gut, weil der ist echt gut. Nicht zu süß ist. Der ist geil. Viel Chat für euch. Ich glaube, die ist nicht überzeugt. Ja, also es schmeckt nicht so intensiv, aber angenehm. Das ist gut. Das ist okay. Also Geschmack ist ja gut, auch nicht zu süß, aber auf das auf jeden Fall. Aber. Nicht sehr intensiv. Schmeckt es nicht so intensiv nach dem, was draufsteht, oder? Ganz ehrlich. Das schmeckt nicht gut. Ja, Ich schmeck nicht gut, aber das ist so. Das Jahr haben wir noch ein paar Gäste. Das war krank. Ich muss das Video teilen. Also wir haben gestern noch was anderes probiert. Das seht ihr aber dann erst in einem anderen Video. Ihr wisst Bescheid, wie man liken, subscriben, kommentieren. Folgt uns auf Twitch und Instagram. War gestern ein guter Stream. Hat uns echt gefreut. Also Support ist da. Vielen Dank. Und ansonsten natürlich in DeFi und Bitcoin investieren, Cashflow generieren. Serious Business und ciao.